Also ich finde es mega, mega cool, dass ihr auf diesen Vlogs immer so geile Bewertungen draufhaut, teilweise so 200-300 Likes, das finde ich irgendwie mega cool. Und ja, Dankeschön dafür. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute schon der dritte Tag und jetzt haben wir eigentlich schon fast Ende des Tages. Das heißt, es wird heute nur ein klitzekleines Video werden und ich werde euch heute nur mal ganz kurz noch sagen, was ich heute den Tag über gemacht habe, weil ich habe meine Kamera zu Hause vergessen. Heute war einfach wieder total warm. Ihr seht es hier, ich habe hier überall total einen Sonnenbrand. Meine ganze Hand ist voll, mein kompletter Rücken ist mega rot. Wir hatten über 31 Grad und ich habe mich nicht eingeschmiert. Ich lag teilweise in der prallen Sonne und Leute, das ist nicht gut, ne? Macht das niemals. So, und ich möchte euch heute etwas zeigen, das ich jetzt endlich bekommen habe. Und zwar das so eine Podcaster. Das Ganze ist ein neues Mikrofon. Ich habe bekommen kein Geld von der Firma oder so. Ich habe das auch nicht gesponsert bekommen. Das habe ich mir mit meinem eigenen Geld gekauft. Und ich wollte es heute einfach mal mit euch und für euch auspacken, damit ihr mal dann seht, was ich jetzt für ein Mikrofon habe. Und ja, ich würde sagen, dann packen wir es mal aus. So, jetzt erheben wir das Ganze mal. So. Und zwar kann ich euch das jetzt einfach mal so zeigen, was da nacheinander drin ist. Und zwar einmal die Anleitung von dem, dann ein Sticker, wo steht I love Rode Mikrofons. Mikrofons vor allem, mein Mikrofons. Dann, dann für diese 10-Jahres-Garantie. Finde ich mega cool, dass sie da sowas anbieten, dass man halt dann 10 Jahre Garantie hat. Und so, Moment. Oh, und hier ist das gute Ding. Das sieht aus wie ein ganz normales Mikrofon. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen stylischer aus als mein altes. Und ist eigentlich relativ groß. Ich hätte mir ehrlich gesagt gedacht, dass es ein bisschen kleiner ist. Das holen wir jetzt hier erstmal raus. So. Raus da. Okay, okay. Was ich übrigens noch sagen wollte, ich finde es mega, mega cool, dass ihr auf diesen Vlogs immer so geile Bewertungen draufhaut. Teilweise so 200-300 Likes, das finde ich irgendwie mega cool. Und ja, Dankeschön dafür. Und ja, wie gesagt, das hier ist das Mikrofon, da kann ich sagen, so, hey, hallo, hallo, ich bin der Turbas. Und es ist ziemlich schwer, also so sieht das Mikrofon hier aus. Da vorne kann ich dann noch Kopfhörer einstecken. Dann, was haben wir hier noch drin? Einmal ein weißes Kabel zum Verbinden von dem Ganzen. Und dann haben wir hier noch die Befestigung für das Ganze her. Das muss man wahrscheinlich dann irgendwie irgendwo hier draufschrauben. Und dann befestigen wir das Ganze an dieser Spinne. Die ist aber leider noch nicht angekommen. Deswegen weiß ich leider nicht, ob ich das Ganze heute schon anschließen kann oder erst dann am Dienstag, wenn die kommt. Ich hoffe, dass ich das heute irgendwie, wenn ich es mit Gummiringen irgendwie festbinden muss oder so. Ich möchte das jetzt heute auf jeden Fall noch anschließen. Dann habe ich hier noch, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, dann habe ich hier noch einen Rode Arm. Und zwar, das ist dieser Rode PT1 Arm. Das ist halt, das steckt man dann da so rein, dann hängt da das Mikrofon, dann kann man das hin und her fahren, runter und drauf machen, wie man das möchte. Und mehr ist eigentlich heute eh nicht gekommen. Mein Bruder hat den gleichen Arm und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, das war dieses klitzekleine Video. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen nach oben mega, mega cool. Morgen geht es dann wieder weiter mit ein bisschen mehr Action draußen und so weiter. Aber ich hatte halt heute wirklich zu Hause die Kamera vergessen und jetzt mir ist einfach mega heiß gerade im Zimmer. Die Softbox scheint mich an, mir ist so warm. Und ich habe einfach im ganzen Gesicht einen Sonnenbrand. Nicht sehr geil. Also Leute, ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.